Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 24.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, jetzt erstmal für die kommenden 5 Wochen, außer an den Wochenenden mit mir alleine. Er sofort hat keine Ferien mehr und ja, deswegen ist er natürlich um diese Uhrzeit nicht mehr wach. Ja, da schauen wir da jetzt mal in den heutigen Item-Shop rein. Gucken wir mal, was da so am Start ist. Da haben wir ein neues Item, den Tiefflug-Traktor. Neuer Gleiter. Und da unten eine neue Musik, das Saxophon Groove. Ja, fangen wir mal auf der linken Seite an, hier mit den Items von gestern, mit dem Busy. Schauen wir doch mal ganz kurz, wie sich das bei euch irgendwie entwickelt hat. Ui, ich bin ein klein wenig irritiert, aber gut, das kam ja schon des Öfteren vor. Wir haben hier ein Voting von 2,67 von 5 bei 6 Votes. Ein einziger Reminder. Ich fand das Ding eigentlich ganz cool. Dann gucken wir uns Biss an. Und auch Biss hat mega schlechte Noten bekommen. 2,8 von 5 bei 10 Votes. 11 Reminders. So, dann schauen wir jetzt einfach mal hier rein. Hier haben wir den Strohling für 200 V-Bucks. Finde ich eigentlich, ja, ganz amüsant. Erinnert mich so ein klein wenig an Oz. Das Ding kriegt von mir 6 von 10. Sondern von Voting 3,33 von 5 bei 15 Votes. Am 6. März 2019 ist das erste Mal drin gewesen, zweimal seitdem. Zwei Reminders, das letzte Mal vor 110 Tagen im Shop. So, dann haben wir diesen Sonnenspross, Sunsprout. Ja, sofort hat sich das geholt. Das hat ihm ganz gut gefallen. Oh, gebe ich mal 6 von 10. Hier haben wir 3,5 von 5 bei 20 Votes. 15 Reminders. Dann haben wir diese Sonnenblume. Ich finde die ziemlich hässlich. Das ist Sunflower. Kriegt von mir 4 von 10. Hier haben wir 3,67 von 5 bei 24 Votes. 24 Reminders. Dann haben wir den Heumichel. 6 von 10 für den Heumichel. Das ist der Hayseed. 3,29 von 5 bei 21 Votes. 13 Reminders. Dann haben wir diese Goldgräberpicke. Kriegt 5 von 10 von mir. 3,29 von 5 bei 21 Votes. 15 Reminders für 800 V-Bucks. Goldgräber oder Golddigger. Jo, sind wir mit dem Set hier auch schon durch. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rechts rüber zu der Nachthexe. Nightwitch. Ja, ihr wisst, ich stehe auf diesen etwas dunkleren Stuff und deswegen kriegt die von mir 7 von 10. Ich weiß aber, dass sie bei euch nicht so gut angekommen ist. Hier diese Voodoo-Puppe in Pink. Da sind schon die Nädelchen reingestochen worden und in die linke Hand. Warum nicht in die rechte? Na gut. Und die hat hier ein Voting von 3,15 von 5 bei 34 Votes. Ja, am 31. März 2019 ist das erstmal drin gewesen. Seitdem 4x29 Reminders. Letztes Mal vor 8 Tagen im Shop am 16. Juni. Dann haben wir Schnorchel-Ops. Ja, da gehen jetzt auch die Meinungen wieder auseinander. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit dieser Schnorchel-Lady hier über die Map zu rennen für 1200 V-Bucks. Ein Teil kriegt von mir 4 von 10. Und jetzt gibt's Hammernoten. Snorkel-Ops. Das ist ein Klassiker, ich weiß. Hier haben wir 4,18 von 5 bei 73 Votes. Am 19. Februar 2018 ist das letzte Mal drin gewesen. 26 Mal seitdem 155 Reminders. Das letzte Mal vor 18 Tagen am 6. Juni 2019 im Shop. Wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Wow. Wiggle, 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 wiggle. Für 500 V-Bucks wackeln. Lass die Pobacken wackeln, Baby. Let it shake. So, Wiggle kriegt von mir 8 von 10. Ist so ein richtiger OG-Emote.
3,62 von 5 bei 34 Votes am 9. April 2018 ist erstmal drin gewesen. 22 Mal seitdem, 65 Reminder, das letzte Mal vor 11 Tagen am 13. Juni 2019 im Shop. Dann geht es weiter mit dem Dämonenschädel. Für mich eine der geilsten Picken des ganzen Spiels. Ich finde dieses Ding mega sensationell mit den glühenden Augen und der heruntertropfenden Lava, wenn man da drauf kloppt. Das sieht halt richtig crazy aus hier. Mega geiles Teil. Kriegt von mir natürlich 10 von 10 für 1200 V-Bucks. Der Dämonenschädel. Das ist der Demon Skull. Und der Demon Skull hat hier ein Voting von 4,4 von 5 bei 10 Votes. Am 8. April 2019 ist er erstmal drin gewesen. Seitdem 3x 25 Remind. Das letzte Mal vor 21 Tagen im Shop. Extraterrestrial. Bam, 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 bam. Extraterrestrial. 500 V-Bucks kriegt von mir 9 von 10. Das ist ein mega stranges Ding. Kriegt von mir sogar 10 von 10. Ich finde den irgendwie mega cool. So, und da haben wir ein Voting von 4,25 von 5 bei 16 Votes. Am 8. Juni 2019 ist mal drin gewesen. Ist jetzt das zweite Mal im Shop. 38 Reminders. Ja, und dann kommen wir zu dem neuen Sound hier, zur neuen Hintergrundmusik vom Spiel. Saxophon Groove. Ich habe noch nicht reingehört, jetzt mache ich das mit euch gemeinsam. So, jetzt ist der Loop, glaube ich, rum. Mega lang, muss ich sagen. Ja, das Teil, ich finde es sensationell für 200 V-Bucks. Mega cooles Ding. Ich glaube, ich werde mir das dann sogar holen. Finde es einfach nur cool. Kriegt von mir 10 von 10.
Sexy Groove finde ich mega geil, irgendwie der Teil. Jo, da kommen wir da ganz kurz hier rein in das Voting. Und da haben wir aktuell ein Voting von 3,67 von 5 bei 3 Votes. Bis jetzt ein Reminder. So, dann gehen wir jetzt rüber zu diesem allerletzten Item für heute. Der neue Gleiter, passend zum Heumichel. Jo, der Tiefflugtraktor, ein reaktiver Gleiter. Wüsste ich natürlich gerne, was da reaktiv ist. Aber das Ding sieht irgendwie crazy aus, dieser alte Traktor hier. Da die Reifen, mega cool. Sogar ein bisschen Schlamm extra dran an den Reifen, auch über die Felgen drüber. Hier vorne dann die Fußrasten an der Seite. Hinten Hupen. Als Griffe. Ja, dann hier diese Windräder als Auftrieb. Also ich finde das Ding da, diese Federung, mega cool gemacht. Also das Teil sieht auch von hinten geil aus. Für 800 V-Bucks nur, muss ich sagen. Ist schon echt cool. Ja, und da oben kommt auch der Rauch raus. Aus den beiden Auspuffrohren. Ja, von mir kann es für diesen Gleiter tatsächlich nur 10 von 10 geben. Ich finde das Ding wirklich mega cool. Und für 800 V-Bucks auch jetzt nicht zu teuer. Geil, ich stehe ja so auf diese extravaganten, außergewöhnlichen, ausgefallenen Gleiter. Ich weiß, viele mögen die Standardgleiter, weil man die eben nicht so wirklich hört, wenn jemand kommt. Aber der Teil, die hört man eigentlich auch nicht, ne? Das hört man auch nicht. Man sieht es halt einfach nur von Weitem, aber hören tut man es jetzt nicht wirklich. Wie sind die Noten für den Crop Duster? Ja, da haben wir ein Voting von 3 von 5 bei 2 Votes. Ich kann es nochmal aktualisieren. Mal gucken, ob da noch irgendwie was sich ändert. 3 von 5 bei 2 Votes. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.